Hallo und herzlich willkommen zurück bei Die letzte Cinderella. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, wo wir gerade waren. Denn, ja, ich habe jetzt schon 3 Tage nicht gespielt. Ich versuche gerade. Also, wir sind in das Schloss hineingekommen, oder? Genau, wir sind in das Schloss hineingekommen mit Pinocchios Hilfe. So, oh, einen Moment, der Timer noch. So, erledigt. Und jetzt müssen wir Aufgaben. Rette. Achso, Katharine müssen wir immer noch vor der bösen Stiefmutter retten. Naja, gut. Das ist ja nichts Neues, dementsprechend. Eine Glaskrone schick. Ach ja, und wir haben ja fast alle Kostüme voll. So, was hatten wir hier? Achso, da kommen wir noch nicht dran. Nein, ich fürchte, da kommen wir noch nicht dran. Hier noch was? Der Palast der bösen Stiefmutter ist gefüllt mit magischen Kristallen und Schätzen. Das ist weniger überraschend. So, gehen wir in den Raum. Ich werde nämlich den halt mal geöffnet gehabt. Oh. Ein Zylinder lilafarbener Garns wurde aus dem Nähmaschinen entfernt. Haben wir nicht. Was ist das? Ja, gut. Was haben wir hier? Das können wir mitnehmen. Auf dem Tisch liegen Garnspulen. Andere Schneidwerkzeuge liegen im Raum verstreut. Nee, passt nicht. Stiefmutters Tagebuch erzählt ihre Besorgnis, dass Geppettos Verstand von dem bösen Baum verdorben wird. Nicht wundern, wenn ich kurz mal ein bisschen Pause mache. Ich versuche im Moment, weil ich im Nachhinein immer ziemlich viel schneiden muss, versuche ich jetzt immer schon im Moment halt den Ton schon im Vorneweg ein bisschen zu regeln, damit ich hinterher nicht so viel rumbasteln muss. Einige dieser Gemälde zeigen die früheren Cinderellas, denen Stiefmutter geholfen hat. Kombiniere die magische Kugel mit dem Kristallherz, den Tränen der Göttin und der Blitzessenz, um die Kugel zur Magieaufhebung herzustellen. Okay, wir haben Tränen der Götter. Aber mehr haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Na gut, lassen wir das erstmal. Was haben wir hier? Nichts. Die schöne Puppe finde ich übrigens toll. Na gut. Ich sehe jetzt auch auf Anhieb kein Kamelenobjekt. Das vielleicht? Ruhe. Nein, nein, nein. Und nochmal sein Dank und dann gehen wir erstmal eine Runde wimmeln. Kupferner Schneidbrenner. Jetzt zum Beispiel höre ich mich schon wieder selber nicht. Ich hoffe, ihr werdet mich hören. Ich hoffe, ich muss da nicht noch mit meiner Stimme rumbasteln. Das vielleicht noch? Ja, was gibt's zu erzählen? Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich glaube, es waren 4 Tage nicht gespielt. Weil ich gleich auf Anhieb so viele Folgen aufgenommen hatte, einfach weil ich mich von dem Spiel nicht mehr losreißen habe können. Ich war total in das Spiel vertieft und erst als ich dann gesehen habe, wie viele Folgen ich eigentlich zusammenbekommen habe, habe ich dann endlich mal gesagt, oh, ich sollte mal aufhören und nicht das Spiel mit einem Zug durchspielen. Ja, aber zudem kam es fast, denn ich bin ehrlich gesagt der Meinung, so viel fehlt uns gar nicht. Oh, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. Mein Rechner hat mir gerade mitgeteilt, dass die andere Folge fertig gerendert ist und alles abgespeichert. Stiefmutter hat die Rotkäppchenumhänge geschneidert, sodass kein Tier den Geruch des Trägers vernehmen kann. Okay, wir haben jetzt einen kupfernen Schneidbrenner. Wozu brauchen wir einen kupfernen Schneidbrenner? Dafür ja nicht. Na gut, ich würde sagen, gehen wir mal weiter gucken. Wäre noch ein Kamelenobjekt, das ich übersehen habe. Habe ich hier jetzt noch eins, was ich übersehen habe? Nein. Apropos Kamelenobjekte. Ich habe immer das Gefühl, ich vergesse die überall. Ich habe immer das Gefühl, ich denke nie dran. Und wenn ich dran denke, finde ich immer keine. Deswegen, ich gucke gerade, ach egal. Gehen wir erstmal weiter. Was haben wir hier hinten? Dunkelheit haben wir hier hinten. Meine Zange. Hier. Ich brauche das richtige Werkzeug, um das Metall der Kontrolle durchzuschneiden. Ja, wir haben den Brenner. Wow. Und jetzt, dieser Mechanismus besteht nur aus einem gezahnten Rad. Wo ist das andere? Das wissen wir. Das können wir schon mitnehmen. Das ist die Katharinenpuppe, mit der mich Stiefmutter vorhin hereinlegte.
Okay, warte mal, das Rad war hier, ne? Ja. Haben wir das andere Rad? Haben wir das eine Tierchen hier schon eingesetzt? Nein. Dann will ich das andere da auch noch nicht einsetzen. So. Dann setzen wir mal das Rad ein. Und gucken, was passiert. Ein Minispiel passiert. Alles klar. Lege alle Teile auf entsprechend ihrer Form. Ach ja. Dieses Spiel fand ich gemein. Wir können das nämlich nicht einfach so reinsetzen. Nein, wir müssen das richtig anordnen. Zum Beispiel würde das hier hinpassen. Also wir haben hier... Nee, ich will gar kein Teil eigentlich gerade anklicken, aber das geht jetzt wieder nicht. Na toll. Ich mache immer gerne M, wenn ich bei so einem Spiel verzweifle. Tut mir auch leid dafür. Aber ich hasse solche Spiele. Also hassen ist ein bisschen selber übertrieben. Aber es sind halt nicht meine Lieblingsspiele. Es würde jetzt hier so reinpassen. Und wenn ich das richtig begutachte... Nee, es würde auch hier reinpassen. Es ruckelt gerade wieder. Vermutlich ist es jetzt noch die letzten Reste der Speicherung. Es würde auf jeden Fall entgegengesetzt passen. Welche Teile würden dort noch passen? Wenn ich das nähe. Logisch betrachtet würde das auch sehr gut hierhin passen. Aber sieht nicht wirklich aus, als ob das dahin gehört, ehrlich gesagt. Also für das Spiel werde ich jetzt lange brauchen, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das übersprungen habe, als ich das letzte Mal hier gespielt habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich bin mir irgendwie ziemlich sicher. Was, wenn ich das jetzt da hinschmeiße? Was hätten wir denn, was hier hinten hinpasst? Eventuell das? Dann vielleicht das? Ach nein, das hat ja schon hier hingepasst. Das vielleicht hier oben hin? Dann... das ist ziemlich schwierig, das Rätsel. Ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Ja, ich habe meinen Meister gefunden. Ich setze den Würfel dahin. Wir fangen mal von der anderen Seite nochmal an. So, wir fangen von der anderen Seite noch einmal an. Wenn ich das da hinschmeiße. So, wir haben drei da oben über Eck. Von diesen Kreuzen. Das haben wir unten leider bei gar keinem Teil. Also müsste da oben ein Teil hinkommen. Das hier so passt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber das würde zum Beispiel hier hinpassen, hier hin. Und das war's. Das hat nur zwei Plätze. Das hat einmal hier den Platz und einmal hier oben den Platz. Wenn ich das so hinklatsche. Klatsche. Und das dahin klatsche. Und das mal da runternehmen. Dann brauche ich hier was mit dreien. Zum Beispiel das so. Ich habe meinen Meister gefunden an Spielen. Ich hasse sowas. Das passt wieder alles nicht. Ah! Zu Mäuse melken, Leute. Hier unten muss irgendwas hinkommen, was gleich von vornherein ein bisschen mehr wegnimmt, glaube ich, langsam. Das würde bedeuten... Nee. Das passt ja nicht, das würde hierhin passen. Oder hierhin. Ich schmeiß das mal dahin, das sieht dann irgendwie am passendsten aus. So, dann haben wir
dieses Teil würde zum Beispiel hierhin passen und hierhin. Guck mal, dann hätten wir schon mal so. Dann könnten wir das hier hinschmeißen. Sieht schlecht aus. Das würde dort eine gute Figur abgeben. Das hier oben. Guckt mal, wir haben es geschafft. Und wir haben gefühlte 30 Stunden dafür gebraucht. Und oh. Ich gucke gerade in die Ecke hier hoch und sehe das Gesicht und denke, oh Gott. Also ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, ich habe vor kurzem erst Batman geguckt. Ja, es ist ein Horrorszenario gerade gewesen. Auf dem Boden steht ein Holzstapel, der nur darauf wartet, zerschlagen und in Puppen geschnitzt zu werden. Hier haben wir die Katharinenpuppe nochmal. Huch! Also ich finde das... Oh nee, ich will mich hier draußen erst nochmal umgucken. Erbrochen und unvollständige Puppen liegen auf dem Fließband und auf dem Boden. Das ist wirklich unheimlich, diese leblosen Puppen ohne Gliedmaßen und wichtige Organe zu sehen. Mehrere Accessoires und Objekte sollten sich auf diesen Glasstatuen befinden. Die Glaskrone zum Beispiel gehört hier dahin. Ach, an die gehört sie. Jo, gut. Das Buch, würde ich sagen, gehört hier auch hin. Und dann fehlt hier oben noch was. Sollte sie vielleicht auch noch was in der Hand halten? Vielleicht die Bürste? Nee. Hätte mich ja auch gewundert. Na gut, haben wir noch nicht alles zusammen? Die Fabrik, mehr können wir hier gerade nicht anklicken. Dann gehen wir mal hier hinein, oder? Nee, ich dachte gerade, da wäre ein Kamelenobjekt. Das sieht wie die Zeichnung eines riesigen Holzbiestes aus. Ja, aber Pinocchio, guck mal. Diese Zeichnung zufolge verfügt Pinocchio über einen Cinderella-Finder in Form eines Kristallherzens. Diese Karte zeigt das Versteck des Rotkäppchen. Hat Geppetto beim Bau geholfen? Ganz sicher, vermute ich mittlerweile. Denn alle Spiele gehören, wie wir es gelernt haben, irgendwie zusammen. Es ist absolut notwendig, das rissige Holzwerkzeug zu benutzen, um dieses zarte Objekt aus dem... Okay, ich habe noch kein Holzwerkzeug, tut mir leid. Puppe hat ein Bein zu wenig, hier haben wir noch ein Blümchen gefunden. Hinter diesem Fenster scheint ein Fließband für Puppen zu liegen. Da haben wir das Chamäleon-Objekt. Die Bücherregale sind mit verschiedenen Puppenteilen und Bürsten zur Puppenherstellung gefüllt. Und wir haben 12 von 20. Gefüllt, ja. Hier unten sehe ich gerade was leuchten. Hier haben wir Garn und noch irgendwas. Ich glaube, ach, eine Parabel. Ich muss den richtigen Griff einsetzen, um den Gegenstand zu nehmen, der hinter dem Gitter liegt. Haben wir aber noch nicht. Wir haben keinen Hebel. Wir haben bisher noch gar nicht mehr so... Wir haben also gar nicht mehr so viel. Jetzt setzen wir erstmal das hier ein. Wir nehmen die Ohrringe mit. Glasohrringe bestimmt. Glasohrringe, genau. Setzen wir hier den Garn ein. Und haben einen Griff gekriegt. Cool. Haben wir jetzt hier ein Chamäleon-Objekt? Ich gucke immer wieder, aber... In manchen Räumen habe ich das Gefühl, wird man gar nicht fündig. So, dann haben wir jetzt das Holzwerkzeug einmal für hier. Was haben wir hier? Den Gegenstand sanfte Holzspäne entfernen zu müssen. Die Bürste vielleicht? Cool, damit haben wir ein Hütchen. Einen Glashexenhut haben wir. Und wir hatten doch... Hatten wir nicht gerade einen Hebel mitgenommen? Ach nein, das war das Holzwerkzeug. Kein Hebel. Ein Holzwerkzeug hat man mitgenommen. Okay. Hexenhut und Glasohrringe. Damit haben wir Platz gemacht gekriegt. So, meine Lieben. Damit ist der Part aber eigentlich schon zu Ende, weil wenn ich jetzt nach oben renne, boah, dann wird bestimmt, also ich vermute mal, dass wir in die Sequenz kommen, weil wir nach oben kommen. Deswegen ganz kurz gucke ich mich nochmal nach Objekten um. Ich habe zwar nicht die Hoffnung, jetzt noch irgendwo welche auf die Schnelle zu finden. Ach ja, wir können ja hier noch ein paar Teile einsetzen. Blumenbrosche, Blumenhalskette und als nächstes fehlt dann nur noch das Kleid hier bei dieser. Haben wir hier? Ach ja, hier schwirren die bloß noch rum. Die können wir immer noch nicht einfangen.
Hier können wir auch noch nichts machen. Und ansonsten, Chameleon-Objekt? Ich sehe gerade keins. Ja, das hatten wir schon. Gut, hier nichts. Mir krabbelt schon wieder die Nase, das ist unheimlich. Immer im falschen Moment. Ich glaube, hier hatten wir auch noch keins gefunden. Aber ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob es überall eins gibt. In allen, weil ich glaube, es gibt immer mehr Bilder als eigentlich Chameleon-Objekte. Aber gut. Was haben wir hier gehabt? Ach ja, hier waren ja die Damen. Die ganzen Glasdamen, die hier rumschimmern und glänzen und alles. Also ich sehe eine Kette. Können wir das nicht mitnehmen einfach? So, und hier hinten hatten wir... Ach ja, hier hatten wir doch auch noch die eine Puppe. Aber für die haben wir noch nichts weiter gefunden gehabt, außer bisher halt den Stab. Also den Haarschmuck war es ja, glaube ich. So... Und damit haben wir alles durchgeguckt, was wir gucken konnten. Denn wir können ja die Welt immer noch nicht verlassen. Und damit, meine Lieben, verabschiede ich euch in diesem Part. Wir sind nicht so viel weiter gekommen, weil ich erst wieder ins Spiel reinkommen musste. Tut mir also ein bisschen leid. Aber dann sehen wir uns im nächsten Part und dann gucken wir mal, wo Katharin und die Stiefmutter sind. Und damit sage ich, ciao!